Aura verleiht mir Kraft. Ich hoffe, das hat man gut gehört. Dankeschön für dein Host. Link. Ja, dankeschön. Vielen lieben Dank. Jetzt bin ich wieder da. Spüre die Macht der Aura. Hallöchen. Danke für den Host und alles. Ich würde mal sagen, ja. Achso, die Musik sollte auch aus sein, ne? Das wäre vielleicht gar nicht mal so geil. So. Sehr schön. Dann hier das und so. Und fertig, glaube ich. Okay. Na dann, willkommen zurück bei Pokémon Let's Go Pikachu. Es geht weiter. Wir sind hier natürlich vor Arktos. Der blöden Zicke hier. Ne? Hallo, Koop. Kooperation, bitte. Dankeschön. Und dann würde ich mal sagen, auf geht's. Zurück in den Kampf. Fast 40 Stunden. Na, ja, ja. Nein. Das muss ein Fehler sein. Ja, 40 Stunden. Ist krass, ne? Weiß auch nicht, wie die zustande gekommen sind, ehrlich gesagt. Man sollte da eigentlich mit dieser Anzahl an Stunden schon längst durch sein, ne? Aber das bin halt ich. Wahrscheinlich, weil ich alles und jeden angeklickt habe und auch keine Ahnung. Ich lasse mir gerne Zeit, scheinbar. Ja, dann Flammenwurf, würde ich mal sagen. Und den guten alten Donnerblitz. Das reicht schon, oder? Ja, Mann. Flammenwurf, Demon? Reflektor. Okay. Okay. Egal. Du bist jetzt trotzdem weggebrutzelt. So, fertig. Ab in den Fangbildschirm. Weißt du, das ist eben schon ganz witzig. So, erstmal bekämpfen, wenn es besiegt ist. Fangbildschirm oder so, keine Ahnung. Aber das Fangsystem sollte ein bisschen überarbeitet werden. Es ist wirklich... Weiß nicht. Es ist eine so coole Idee, aber irgendwie... Weiß nicht. Zu viele Faktoren, die mich irgendwie dran stören. Hallo! Großartig. So, mal sehen, ob das jetzt klappt. Ey, wir haben es gefangen. Warum nicht gleich so? First try. Hyperbälle 3500 Dings. Geht doch. Na, geht doch, Arktos. Warum nicht gleich so? Ja, moin. So muss das sein. Fantastisch. Jawohl. Slam? Ach ja. Ach. Ach ja. So, bitteschön. So muss das sein. Chichi, danke schön. Applaus. Ja, den gibt's bei mir nicht. Aber danke. Die Idee ist gut, aber dass die Joy-Cons reagieren... aber was? Die Joy-Cons reagieren nicht gut. Das ist mein einziges Problem damit. Richtig. Und das auch nur in diesem Spiel. Ehrlich gesagt. Weil sonst funktioniert es überall. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Bei Okami. Selbst bei der Taiko-Demo. Die funktionieren irgendwie überall ein bisschen besser als hier. Hier ist irgendwie dumm. Ein legendäres Vogel-Pokémon, das im Winter die Wasserpartikel in der Luft gefrieren lässt, um Schnee zu erzeugen. Voll schön. Es kann es schneien lassen. Das ist so cool. Somit haben wir Arktos. Verpiss dich. Cool. Na, Pikachu? Freust du dich? Pikachu schaut den Pokéball an, als ob es mit dem Pokémon darin spielen möchte. Welcher Pokéball? Der von Arktos? Arktos ist nicht hier. Hatschi! Okay. Jo, alles gut, ne? Ich weiß jetzt übrigens, wie man die Frisur ändern kann. Das geht nur auf dem Touchscreen. Man kann nicht mit dem Joy-Con die Haare verwuscheln. Finde ich auch doof. Das hat mir meine beste Freundin gezeigt. Ja, geht nur auf dem Touchscreen. Ich weiß nicht. Warum geht das denn nicht mit dem Joy-Con? Verstehe ich nicht. So, gut, geil. Damit haben wir Arktos. Das ist ziemlich cool. Das erste legendäre Pokémon haben wir somit in der Tasche. Schon geil eigentlich. Und jetzt?
Ich glaube, mehr gibt es in der Seeschauminsel einfach nicht zu tun, ne? Oh, ein Item. Wir könnten vielleicht jetzt jemanden einen Eisstrahl beibringen, oder? Ähnlich bei Mario Party 9, echt? Weiß ich nicht. Habe ich nie gespielt, weil kacke. So, schwupps. Hallo Rosana, okay, komm. Wenn du schon da bist, und da wir ja jetzt sämtliche Bälle wieder haben, können wir das ruhig mal fangen. So, jetzt pass mal auf. Plötzlich kommt ein Koop-Trainer zu Hilfe. Wo kommt der denn her? So. Und ups. Großartig. Ja, mal gucken. Echt? Im Pokémon Mystery Dungeon eine ziemlich schlechte Attacke? In Team Blau. Echt? Ich werde sehen. Ich habe das zuletzt als Kind gespielt. Ich habe es ja auch schon auf Twitter geschrieben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das tatsächlich so kurz war. Und dass es wohl vom Ende her nicht so geil war. Ich habe in Erinnerung, dass das Ende einfach geil war. Und dass ich da damals geheult habe. Deswegen, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, das einfach nochmal zu erleben. Hey, Lamus, das gibt viele Erfahrungspunkte, das wissen wir. Boah, geil. Hallo. Hallo, Lamus. Das müssen wir mit einem Catch fangen. Großartig. Okay. Spannung. 1, 2, 3. Nein! Bäh! Bums die Wand nieder. Ich mag dich nicht. Nee. Einfach fabelhaft. Vorhin waren das 6000 Erfahrungspunkte. Bleib drin. Gut, wie viel gibt das jetzt? 1500. Ja gut, okay. Okay. Das ist okay. Pikachu erreicht Level 70. Wow. Was? In Team Blau hat sie 8 AP. Okay, das ist echt scheiße. Das ist ein bisschen dumm. Huch! Ha! Hilfe, ein Golbat will mich aussaugen. Okay, egal. Fast. Schade. Nee, 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 nee. Ein Schlaghammer reichen. Hier zum Anbumsen der Wand. Nee, Gummihammer sind lustiger. Dankeschön. Aber ich bumse die Wand sehr gerne anders an. Mit meinem persönlichen Schlaghammer, was? Okay, außerdem ist ein Frieren allgemein in Pokémon Mystery Dungeon ein ziemlich, naja, meistens nicht so toller Effekt, da man dem Gegner keinen Schaden machen kann. Das ist schon dumm. Das ist schon dumm. Naja, egal. Doof, aber okay. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach aus der Höhle raus, oder? Fluchtseil, wo bist du? Hier. Wiedersehen. So. So, sehr schön. Und du, heilst du die Pokémon nochmal, oder? Ja, cool. Ja, ja, danke. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg zur Zinnoberinsel. Sag mir jetzt bitte nicht, ich muss durch die Seeschauminsel, um unten rauszukommen, um dann weiterzukommen. Fuck. Ups. Fantastisch. Na dann, zurück in die Seeschauminsel. Da waren wir ja noch gar nicht. Okay, jetzt muss ich den richtigen Weg finden. Mist. Am besten darf ich jetzt auch die Steine nochmal in die Löcher bumsen. Was machst du da? Kennst du das, wenn du gerade mit Wuchtstoß ein paar Blöcke verschieben willst und dir dann andauernd wilde Pokémon in den Weg latschen? Ich benutze einfach eine Sprühdose Schutz, um sie von mir fernzuhalten. So kann ich ungestört Blöcke durch die Gegend schieben. Das funktioniert. Ich habe noch nie Schutz hier tatsächlich eingesetzt. Was würde denn dann geschehen? Tauchen einfach keine Pokémon auf oder
kann ich dann einfach nicht mehr in die Reihen rennen. Würde mich mal interessieren. Zack. Bums. Juhu. Springen wir mal gleich hinterher, ne? So. Zack. So, gleich mal nochmal gucken hier. Aha. Das finde ich gut, dass die VM, sage ich mal, aktiv bleibt, ne? Früher musste man das ja immer wieder neu aktivieren. Aha, sieh an! Hier ist, jetzt ist auch hier die Strömung weg, sehr schön. Und hier haben wir 3 Hyperbälle. Die nehme ich sehr gerne mit, weil davon haben wir ja irgendwie keine mehr. Hallo, Zubat. Dann ist das wahrscheinlich der richtige Weg, oder? Oh, ein Eisstein! Und wegen dem Ende, es war schon emotional, aber im Vergleich zu Portalion und... Ich lese schon gar nicht mehr weiter. Portal... Willst du mir gerade sagen, Portale in die Unendlichkeit hat ein besseres Ende? Nein. Nein! Nein! Okay, Moment. Ah, Portale in die Unendlichkeit oder Super Pokémon Mystery Dungeon, eben nicht ganz so emotional. Okay. Mit Super Mystery Dungeon? Okay. Aber Portale in die Unendlichkeit... Nein. Nein. Nö. Denn das ist das schlechteste Pokémon Mystery Dungeon. Deswegen weigere ich mich zu glauben, dass das ein besseres Ende hat. Nein, möchte ich nicht. Es kann schon sein, aber nein. Nein, einfach nein. Ach, was. Ach, Jura. Weißt du? Tschüss. Gut, klar, cool. Gehen wir weiter empor, würde ich mal sagen. Portale war echt mies. Dankeschön. Würde ich doch auch mal behaupten. So. Hi, da sind wir auch schon. Okay, war kein so schwerer Weg tatsächlich. Hallo. Machst du auch gerade Urlaub? Ja. Mindestens. Irene. Das ist auch ein interessanter Name, ne? Knogger, hallo. Gibt es noch Leute? Gibt es noch irgendwie Menschen, die Irene genannt werden? So, ich finde es sehr faszinierend, wie man irgendwie sehr viele alte Namen in den Pokémon-Spielen nutzt, ne? Oder halt, ja, halt wirklich Namen, die man eher weniger hört oder selten. Das ist schon sehr faszinierend irgendwie. Und Knuddeluff, süß, Hallöchen. Na, 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 na. Was ich an Portale mag, Trikefalo. Das war's. Und das Ende war nicht so schlecht, fand ich. Geil. Das Beste in Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit ist Trikefalo. Good job, Portale in die Unendlichkeit. Fantastisch. Na, das spricht ja wohl auch für sich. Gut, ist Unlicht jetzt... Kann man das noch einsetzen? Ja, okay. Ist nur nicht sehr effektiv. Oh nein, Mimikry. Das ist mies. Es erlernt Knirsche, aber hat eine Runde vergeudet. Haha. Flammenwurf. Let's go, Team. Sehr schön. Russland. Russland. Was, Russland? Was genau Russland? Irene? Wird Irene in Russland benutzt? Oder wie, oder was? Ach, sabberndes Duflor. Ich finde es hässlich. Hitzewelle. Das passt doch gut zum Strand. Ach ja, ich habe irgendwie heute... War das ein Video? Irgendwo habe ich mitbekommen, dass die Prognosen für dieses Jahr sein sollen, dass es das heißeste Jahr seit Aufzeichnung des Wetters sein soll. Also wird, sein wird, kommen, tun, täten. Wisst ihr Bescheid? Da bin ich ja mal gespannt. Es hieß sogar, im Februar soll da schon die Hitze langsam kommen. Das wäre ziemlich krass. Weil Februar ist ja schon bald. Davon sieht man ja jetzt nichts.
weil es ja gerade schneit und so und blub und bla. Lassen wir uns mal überraschen. Ha. Huh. Wenn ich mich so von den Wellen treiben lasse, fühle ich mich wie ein Wasser-Pokémon. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Huh. Pokémon-Zocker 91, was ein Name. Cool, wie passend. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen beim Gecko-Rudel. Oh, Andamus, hi. Demon ist keine gute Wahl. Ich sollte es endlich mal auswechseln. Scheiße. Okay. Ich habe gehört, Link kann Megasauger. Komm, wir setzen mal Dragonier ein, oder? Ja, komm. Ich habe mich mega gefreut, als ich Trigifan ins Ziel bekommen habe. Und ich war so enttäuscht, als ich seine Werte gesehen habe. Na toll. In Mystery Dungeon. In dem Fall. Oh, Gena hat es eingesetzt, ne? Oh, das ist jetzt fies. Oh, wie schön. Oh, wie süß hat sich Dragonier denn gerade gedreht. Oh, schaut es euch an, wie schön es ist. Da will man es schon nicht weiterentwickeln, ne? Setzt den Drachenwut ein. Los geht's. Puff. Natürlich, ist ja nicht stark genug. Oh, Surfer. Das kommt halt schon geil, ne? Wenn man eh gerade im Wasser ist. Jetzt schläft unser Dragonier. Oh, es ist so süß. Ja gut, ja. Das schaffst du schon, Dragonier, oder? 42. Hm. Na, dann mal gucken. Ich kann Megasauger. Mhm, mein Lieber. Du kannst so richtig mega saugen. Was? Ja. Wunderschönen guten Abend allerseits. Und hey, Gecko. Und frohes neues Jahr allerseits. Wünsche ich auch. Wünsche ich dir ebenso. Vielen, vielen Dank. Huch und tschüss, Dragonier. Scheiße, habe ich einmal nicht aufgepasst. Hm. Okay, Link. Mach deinen Job. Gleich darfst du mal so ein bisschen richtig hart rumsaugen. Pass mal auf. Aber zuvor muss ich natürlich unser Dragonier wiederbeleben, sonst bekommt es keine Erfahrungspunkte. Nein! Hä? Als ob das jetzt ein Rundenverlust ist. Als ob man plötzlich Beleber einsetzen kann. Wenn Pokémon lebt, was zum Fick? Details, die mir einfach nicht gefallen. Details, die einfach dumm sind. Ah. Fantastisch. Darauf fällt mir nichts mehr. So. Schokotrüffelnuss. Flo ist auch online. Okay, ich gehe mal zu ihm rüber. Wir hören uns. Alles klar, natürlich. Kein Problem. Sag ihm schöne Grüße, auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal, Klingenherzchen. Danke, dass du da warst. Und nochmal vielen Dank für deine Bits und für dein Resub, ne? Wünsche ich dir noch einen schönen Abend. So, Link, bitte wach mal auf hier. Wir brauchen deinen Megasauger. Oh oh. Oh oh. Was? Das ging wirklich schon früher? In Schwarz und Weiß? Dann aber nur dort, oder? Was? Ernsthaft? Das ist mir noch nie passiert, ehrlich gesagt. Okay, alles klar. Mach ich dich auf, du streamst länger wie er? Na, ich bin ja jetzt... 3 Stunden? Ich bin ja schon fast 3 Stunden wieder live. Alter. Also ich kann... Alter. Ich kann dir nicht sagen, wie lange ich noch streame, meine Liebe. Mal gucken. Ich glaube aber nicht, dass ich länger streamen werde. Ach, scheiße. Link, was kannst du eigentlich? Scheiße. Was ich übrigens vor kurzem rausgefunden habe, das Pokémon-Spiel, das ich am meisten gespielt habe, ist Pokémon Weiß. Wow. Shiny, okay, und Shiny Tratini. Ach, Link, jetzt... Oh,
Ich eskaliere gleich hart. Ich eskaliere jetzt einfach, ist mir scheißegal. Los, Pikachu. Es reicht. Es eskaliert jetzt. Schieb dir deine Psychokinese sonst wohin. Donner! In dein Gesicht! Yeah! Sehr schön. Immerhin Level Up. Das kannst du, Link. Ne, das kannst du natürlich. Level Ups, ja, ja. Sieht aus, als wäre ich dir an den Haken gegangen. Von welchem Haken reden wir? Was? Was? Gut. Möchtest du dich mit mir treiben lassen? Ich bin aber weg. Ich habe gehört, auf der linken Seite ist die Zinnoberinsel. Ich möchte jetzt nicht gegen euch kämpfen. Tschüss. Mir ist das in Platin passiert mit dem Beleben. Was ist denn jetzt passiert? Du willst mir sagen, das ging schon in Platin? Never. What? Sicher? Was? Was ist das denn für eine Scheißentscheidung? Okay, krass, was? Kann ich sein? In der vierten Gen schon? Das muss ich jetzt echt auch mal ausprobieren. Was? Da hat man eine Runde verloren? Das ist doch so dumm, so unnötig, so voll keinen Sinn und voll blöd. Hä? Finde ich bescheuert. Ich weiß aber, dass das früher nicht ging. Hä, als ob. Okay. So, ich habe jetzt echt keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Ich bin eh überlevelt. Was wollt ihr noch? So, sprühlose Topschutz, das ist schön. Okay, warte. So, ich fetz einfach mit Pikachu durch. Wenn wir schon kämpfen müssen. Hi. Im westlichen Teil der Zinnoberinsel gibt es ein Labor. Mein Vater arbeitet da. Mhm, so. Bin ich immer gespannt. Boah, da bin ich echt gespannt. Ja, Mann, auf das Labor. Melissa. Das ist irgendwie ein schöner Name, oder? Hat was. Auf das Labor bin ich echt gespannt. Boah, geil. So, ja, Donnerblitz, ne? Putz! Wiedersehen! So. Und Rosana, ja. Nochmal Donnerblitz. Weil es geht halt einfach. Zack, weg. Krass. Platin, dass das echt da auch schon war. Kann ich mich echt nicht dran erinnern und so. Ha. Nicht so stürmisch. Ach, ich kann noch viel stürmischer. Die Zinnoberinsel ist durch vulkanische Aktivität entstanden, richtig? Und eine Generation weiter ist sie kaputt gegangen, weil der Vulkan wieder ausgebrochen ist. Zinnoberinsel. Oh, schön. Die Musik. Cool. Und diesmal jetzt auch mit so einem Steg, dass Boote anlegen können. Das finde ich auch toll. Oh, geil. Zinnoberinsel. Oh, Magma. Okay, wir gucken uns gleich hier um. Erstmal heilen wir unsere hübschen Pokémon. So. Schwuppdiwuppdi. Dragonier. Oh. Bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir wirklich mit einem Dragoran reingehen sollen in die Pokéliga. Oder doch nicht eher mit einem Glurak. Aber jetzt habe ich es halt schon bekommen. Und es ist schon Level 43. Hallo. Und jeder hat Glurak im Team. Ohne Witz. Ja, es ist auch männlich. Ja, Dragonier, hm? Oh, wie schön du bist. Noch kannst du halt keine guten Attacken, jetzt mal ohne Flachs.
Sollen wir es echt behalten, ja? Wir hätten hier noch ein gutes Glurak auf 65, ne? Mit folgenden Attacken. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Glurak oder Dragoran? Leute, was sagt ihr? Glurak oder Dragoran? Wir brauchen auf jeden Fall dann bessere Attacken für Dragonier, das ist ganz klar. So, hier können wir auch mal nach Nummer sortieren, dankeschön. Fliegen wäre zum Beispiel eine Sache. Dragonier kann das noch nicht. Kaskade, mhm. Donnerschlag, finster Aura, Siedewasser. Drachenpuls. Finde ich gut. Erlernbar. Mhm. Ja, wir müssten ihm schon einen Drachenpuls beibringen, ne? Das auf jeden Fall. So. Drachenwut ist ja immer die 40er. Drachenrute wechselt das Pokémon aus. Hast du einen höheren Spezialangriff oder Angriff? Dein Angriff ist höher. Okay. Ja. Ich will Taubsi. Ja, natürlich, genau. Ich gehe mit einem Taubsi in die Pokéliga. Ein Taubsi Level 100. Das wäre, ich weiß auch nicht. Ich finde Dragoran und Glurak gleich toll. Und Dragoran hatte ich in Hartgold im Team. Oh, cool. Ach, nehmen wir einfach Dragoran. Was weiß ich. Also wir werden es zumindest so lange behalten, bis es sich auf jeden Fall entwickelt. So, jetzt Drachenpuls. Was machen wir denn jetzt hier? Drachenrute kann schon praktisch sein, ne? Drachenwut ist immer eine 40er. Ah, ja, weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Was würden denn noch für Attacken kommen? Dragoran. Habe ich, glaube ich, eh schon mal nachgeschaut. Aber ich habe es wieder vergessen. Dragoran, Attacken in Let's Go. So, Flügelschlag. Hat es nicht. Okay, Drachenrute, Slam, ja, Wutanfall, Hyperstrahl. Das war's schon. Wutanfall und Hyperstrahl. 52? Hä, das ist gar nicht möglich. Okay, wir müssen zu Dragonier. Das ist gar nicht möglich. Lernst du denn irgendwas Tolles noch? Ach so, Wutanfall. Okay. Nee, in dem Fall nicht. Okay. Slam haben wir schon. Also nur noch Wutanfall und Hyperstrahl. Mehr nicht. Wutanfall ist Typ Drache. Lustig. So. TMs. Achso, ja, dann müssen wir natürlich zu Dragoran jetzt. Du kannst 100 pro fliegen. Erzähl mir nichts. Hups. Fliegen. Gut. Steinhagel. Schön. Ein Eishieb. Ja. Erdbeben, Feuersturm, Surfer, Hyperstrahl, Kraftkoloss, Blizzard und Eisstrahl zum Beispiel. Genau. Aber eine Flugattacke wäre schön. Außer Fliegen. Aber da gibt es nichts außer Fliegen. Das ist doof. Das ist ein bisschen blöd. Ja, die Werte, der Angriff ist hoch. Fliegen, okay, gut, ja, gut. Cool. Quell. Radfratz, Level 1, natürlich. Taubsi auf Level 5 kann ohne Probleme die Liga rocken. Ich glaube auch. Ganz alleine, nur Taubsi, sonst nichts anderes. Ja, auf jeden Fall. Okay, scheiße. So, ja, okay. Dann... Was meint ihr, was soll ich wegballern für Drachenpuls? Ich lüge nicht. Ich weiß, es gibt ein Video, irgendeiner hat die Pokéliga mit einem Pokémon durchgefegt, ja. Ich weiß aber nicht, ob das ein Taubsi war.
Und das Ding war Level auch, weiß ich nicht, 5 oder so ein Scheiß. Und der hat das einfach geschafft, ja. Ich weiß aber nicht, ob das ein Taubsi war. Drachenwut wegballern. Ja, yeah, okay. Okay. Drachenpuls.